mache heute mit euch Magic Sand. Los geht's! Für Magic Sand braucht ihr eine Packung Weizenmehl, Öl, eine große Schüssel, eine Waage und das Rezept. Wie beim Pizzabacken ist es ganz wichtig, dass eure Küchenwaage auf 0 steht. Denn als allererste Zutat kommt nun das Mehl und 960 Gramm Mehl, das ist fast die ganze Packung. Also könnt ihr jetzt fast die ganze Packung in eure Schüssel geben und habt immer einen guten Blick auf die Waage und schaut, dass da am Ende eine 9, eine 6 und eine 0 steht. Jetzt merkt ihr schon, dass die Packung fast leer ist und wir auch fast bei der 960 angekommen sind. Eure Waage muss nun wieder auf 0 stehen und jetzt gebt ihr das Öl langsam dazu, denn 120 Gramm sind nicht so viel wie das Mehl und dann macht das schön langsam und am Ende muss die 1, 2 und 0 auf eurer Waage stehen. So, und jetzt geht's ans Vermischen. Zuerst könnt ihr das mit dem Löffel machen und merkt, dass es dann wirklich eine sandige Struktur annimmt. Und danach könnt ihr auch gern die Hände dazu nehmen und merkt, wie toll diese Masse schon zum Spielen ist. Wir haben die Masse jetzt in eine größere Schüssel gegeben, denn das ist eher ein Spiel für draußen, für den Balkon oder für den Garten, denn es macht ein bisschen Sauerei. Meine Assistentin hat sich noch etwas Sandspielzeug dazu geholt und losgelegt. Hier entsteht ein Herz. Eine große Sandkugel, zwei große Sandkugeln und große Sandkugeln werden mit dem Magic Sand ganz, ganz schnell wieder zu Pulversand. Und zum Schluss entsteht hier ein Handabdruck. Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren.